der Mineralienverlust 1892 bis 1992 bis 85% weniger geworden ist. Heißt natürlich auch, die Mineralien in den Lebensmitteln werden weniger und heißt natürlich auf lange Sicht auch, die Mineralien in den Menschen werden weniger, was natürlich fatale Folgen hat. Und es ist hier der Stand 2002, jetzt haben wir 2024. Ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht besser aussieht, im Gegenteil. Das Problem ist natürlich, wie die industrielle Landwirtschaft aufgebaut ist, fängt schon damit an, wie der Boden bearbeitet wird. Also mit schwerem Gerät, Kunstdünger eingesetzt und mit der Zeit merkt man dann, aha, die Pflanzen sind krank. Und dann kommen die ganzen Pflanzenschutzmittel zum Einsatz, Pestizide, Glyphosat, alles Mögliche. Das heißt, der Boden ist tot irgendwann. Also wir haben ja quasi wie so ein Nährstoffdiagramm und das Gelbe ist das, was der Apfel abdeckt. Genau. Das Weiße ist, was er nicht abdeckt. Hier haben wir noch eine Obst-Gemüsekiste. Und selbst da ist es schwierig, da eine komplette Nährstoffabdichtung zu kriegen. Die praktischen Empfehlungen, also 3 bis 5 Portionen Obst und Gemüse, kann man machen, aber was du dann nicht in den Griff kriegst, ist die Zuckerproblematik. Das heißt, wir nehmen oft zu viel Zucker zu uns. Also eine 2-wöchige Kur zu machen, dann wirst du merken, also dein Körper fühlt sich ganz anders an. Ne? Er hat endlich mal auch Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern. Nicht nur um Verdauung. Wenn ich viel esse, muss ich das ja auch alles verdauen. Das muss aufgespannt werden, aufbereitet. So habe ich halt mit wenig Inhalt, also mit 200 Gramm am Tag, komplette Nährstoffversorgung. Und der Körper kann sich um andere Dinge kümmern. Zum Beispiel um Entgiftung, um Reparationsprozesse, Regeneration. Also das ist schon sehr viel gesundheitlicher Impact. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann. Und ich interviewe heute Michael Thurau und wir sprechen heute über ja, ein revolutionäres Lebensmittel, was viele, viele Stärken hat und wo ich auch sehr viel Potenzial sehe. Und der Michael hat sich ausführlichst damit beschäftigt. Ich teste das schon seit, ich muss mal kurz auf den Kalender gucken, seit 4-5 Monaten und finde das sehr, sehr gut, bin sehr begeistert, habe schon das sehr, nutze das sehr, sehr regelmäßig und ich bin gespannt, was du uns so heute darüber berichten kannst. Die Rede ist nämlich von Minimeal, ich zeige es mal kurz in die Kamera, San Minimeal, was das genau ist, was damit auf sich hat, das werden wir heute herausfinden und Michael, vielleicht kannst du noch kurz was über dich und deine Arbeit, deine Schwerpunkte sagen, bevor wir gleich loslegen. Ja, gerne. Also ich bin seit über 30 Jahren in der Fitness- und Gesundheitsbranche aktiv. Ne, habe vorher Soziologie studiert, also eigentlich ein ganz anderer Bereich. Bin dann aber nach dem Studium da so reingerutscht und dann hängen geblieben, habe mich da fortgebildet, habe verschiedene Studios geleitet, war immer sehr ernährungsorientiert und bewusst. Und bin eben halt vor 9 Jahren, als ich ein eigenes Fitnessstudio hatte hier in der westfälischen Kleinstadt, auf den Vorgänger von Minimeal aufmerksam geworden. Das hieß Vegisan. Ja, das heißt, die Unternehmensberatung, die mich betreut hat, die Inline-Unternehmensberatung, hat das Produkt vorgestellt. Ich habe es probiert und war richtig begeistert, weil ich mich gerade zu dem Zeitpunkt auch vegan ernährt habe und mich mit verschiedenen Ernährungstherapien beschäftigt habe und überlegt habe, was kann ich denn meinen Mitgliedern anbieten und dass es auch umsetzbar ist. Ne? Ich hatte so an Smoothies gedacht, aber wie ist es dann mit den Sachen, mit der Haltbarkeit etc.? Ist immer dann schwierig. Ne? Ich wollte auch nicht viel wegschmeißen. Bin dann auf dieses Produkt aufmerksam geworden, wo auch schon klar war, dass es eine ganze Menge verändern kann. Weil es war ähnlich von der Zusammensetzung wie heute. Also wir haben hier ein roh veganes Lebensmittel, was zu 100% nährstoffkomplett ist. Und das muss ich erstmal so durch die Gehirnwindung fräsen, weil das hat ja nichts Vergleichbares. Ne? Das ist eine ganz neuartige Geschichte. Ja, das werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Also quasi, ja, die Idee dahinter ist, in einem Lebensmittel alle wichtigen Nährstoffe zu vereinen und das ja auch noch gut vom Geschmack her gut zu kreieren und auch bekömmlich. Wie viele Jahre Entwicklung sind da reingeflossen? 10, 15 Jahre? 10 Jahre Entwicklung 10 Jahre. Sind da reingeflossen. Also ich habe es, wie gesagt, vor 9 Jahren kennengelernt, war begeistert, habe dann damals auch die Fortbildung bei dem Entwickler, bei Wolfgang Grabherr gemacht. Die nannte sich dann Mono Food Coach, ne? Also ein Food für alles, Mono. Und habe dann auch sehr viel Erfahrung sammeln können. Erstmal mich selber natürlich ausprobiert, auch wochenlang, war wahnsinnig zufrieden und auch meine Kunden, ne, das Feedback war hervorragend.
Es wurde hauptsächlich eben halt in der Fitnessindustrie vermarktet als Mittel zum Abnehmen. Ne, hatte darüber hinaus aber auch natürlich viele ganz tolle gesundheitliche Effekte. Ja, das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick noch gar nicht so spektakulär, aber es lohnt sich dran zu bleiben, weil also wir werden euch erklären, ich werde auch probieren, meinen Teil dazu beizutragen, warum das eine sehr tolle, eine sehr gute Geschichte ist, die ja einiges verändern könnte oder auch ja einiges erleichtern könnte, sozusagen. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr zur Historie erzählen, zur Entwicklungsgeschichte, weil also ihr habt euch echt, also beziehungsweise die Entwickler haben sich echt viel dabei gedacht. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto besser finde ich das Produkt. Vielleicht kannst du noch mal so ein paar Ja. Meilensteine auch sagen oder was da besonders wichtig war, was die Idee war, das Konzept. Ja. Also es hatte auch einen persönlichen Use Case für den Entwickler, den Wolfgang Grabherr. Der wollte nämlich den höchsten Berg des Südpols, den Mount Vincent, besteigen und hat sich gedacht, ja, wie kann ich mich dann da gesund ernähren und kriege ich alle Nährstoffe hin und ich kann da nicht Obst und Gemüse mitnehmen, das wird mir ja bei minus 40 Grad einfrieren. Und da hat dann das Forschen angefangen. Also er kommt, glaube ich, aus der Medizintechnologie, hat ursprünglich mal Koch, glaube ich, eine Ausbildung als Koch gemacht, ne? Deswegen die Begeisterung fürs Lebensmittel. Und ja, ein so ein Meilenstein war, dass er eben halt den Nutri-Scanner entwickelt hat. Also er hat 15.000 Lebensmittel damit untersucht, Zusammensetzung berechnet und immer geguckt, wie muss ich was kreieren, dass zum Beispiel nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder der WHO, dass den Standards eben halt genügt. Ja, das ist halt sehr viel Geld und sehr viel Entwicklung und sehr viel Herzblut vor allen Dingen auch reingeflossen. Und ja, wie gesagt, es ist total neuartig. Ne? Muss man es erstmal mit anfreunden, dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Und viele sagen auch immer, ja, das ist zu gut, um wahr zu sein. Also haben da so ein bisschen so ein leichtes Misstrauen, weil es ist natürlich ja verpackt, ne? Wie ein eben halt verarbeitetes Lebensmittel. Aber der Unterschied ist natürlich erstmal, ist das eine sehr dünne Verpackung, die ist halt notwendig, damit eben halt kein Sauerstoff und kein Licht drankommt, ne? Dass es nicht oxidiert. Ne? Da gibt es leider keine Alternative und das ist wirklich auch vom Verpackungsmüll minimiert. Ne? Das ist auch nochmal so ein Grundgedanke der Müllvermeidung, ne? Dass wir da 90% Verpackungsmüll einsparen. Und wo wir nachher noch darauf aufkommen, dass es eben halt nachhaltig ist und eben halt auch auf die Bodenproblematik aufmerksam macht. Ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, der Entwickler hat geschaut, okay, wie kann man verschiedene Lebensmittel miteinander kombinieren, dass der maximale Nährwert und auch Mehrwert erreicht wird. Da kommen wir schon zu dem ersten Fallstrick aus meiner Sicht, weil diese Tabellen, die wir kennen oder diese Nährwerte, die wir aufrufen können im Internet, was weiß ich, eine Banane enthält so und so viel Magnesium, das ist aus meiner Sicht gar nicht mehr so aktuell, weil vielleicht wurden die Untersuchungen vor 20, 30 Jahren gemacht und heute sieht es viel, viel schlechter aus diesbezüglich. Ich zeige dir auch gleich nochmal ein paar Diagramme. Und deswegen also ist der Entwickler ja hergegangen oder ist die Firma ja hergegangen und hat gesagt, okay, wir brauchen quasi ein Konzentrat aus echten Lebensmitteln, die auf echten, natürlichen, lebendigen Böden wachsen. Das klingt jetzt vielleicht so, ja, okay, echter Boden, aber wir werden vielleicht nachher noch mal drüber sprechen, was wirklich diese Böden auszeichnet, weil nur in diesen Böden sind noch die ganzen Mineralien, Spurenelemente, Ultraspurenelemente enthalten, vielleicht auch eine ganz andere Mikrobenvielfalt, ein ganz anderes Mikrobiom in diesen Böden, wodurch die Pflanzen dann auch viel, viel mehr Nährstoffe enthalten. Und quasi Minimil ist hergegangen und hat aus verschiedensten Pflanzen, die auf diesen Böden wachsen, quasi ein Nährstoffkonzentrat entwickelt, was ja alle Nährstoffe abdeckt, was ich sehr, sehr gut finde. Vielleicht zeige ich mal gleich ein paar Grafiken, die noch ein bisschen die Problematik ganz einfach darstellen. Und zwar, das ist jetzt hier die Mineraliengeschichte, wie viel. Oder der Mineralienverlust von 1892 bis 1992. Und hier sieht man, dass der ich hoffe, man kann es lesen, von 55% bis 85% weniger geworden ist. Die Mineralien in den Böden heißt natürlich auch, die Mineralien in den Lebensmitteln werden weniger und heißt natürlich auf lange Sicht auch, die Mineralien in den Menschen
werden weniger, was natürlich fatale Folgen hat. Einen Moment, ich gucke mal, ob ich das andere Bild noch öffnen kann. Gibt es gerade ein kleines technisches Problem? So, dann muss ich nochmal neu das öffnen. Einen Moment. So, hier haben wir noch ein Bild. Auch wieder ähnliche Zeitraum, 1914 bis, wenn wir hier bis 2000, bis 1992 gehen, also ungefähr 80 Jahre. Und ja, da ist der Mineraliengehalt um ungefähr 80%, 80 bis 90% gesunken in verschiedenen Lebensmitteln, was einfach immer noch nicht so richtig beachtet wird aus meiner Sicht. Und was auch eine Erklärung ist, warum immer mehr Leute gesundheitliche Probleme entwickeln, warum sie nicht satt werden, vielleicht sogar vom Essen, warum da keine richtige Befriedigung einsetzt. Und das Ganze spiegelt sich dann auch in den Lebensmitteln wieder. Hier eine kleine Tabelle, du siehst sie, oder? Ja, ich sehe sie. Ja, genau. Brauchen wir jetzt nicht alles durchgehen. Ihr könnt ja auch kurz auf Pause klicken und mal kurz euch das anschauen. Aber hier sind verschiedene Lebensmittel aufgelistet und wie dort sich verschiedene ja, Nährstoffe entwickelt haben. Und hier sieht man quasi, dass es überall weniger geworden ist. Teilweise in sehr kurzen Zeitraum. Und das ist hier der Stand 2002, jetzt haben wir 2024. Ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht besser aussieht. Im Gegenteil, dass die Böden noch deutlich leerer sind. Also vielleicht kannst du dazu was sagen. 2002 waren vielleicht die Böden noch im Vergleich zu 22 Jahren später noch deutlich fruchtbarer, oder? Ja, aber das hat ja schon viel früher angefangen, ne? Das Problem ist natürlich, wie die industrielle Landwirtschaft aufgebaut ist, ne? Eben halt mit Kunstdünger, beziehungsweise es fängt schon damit an, wie der Boden bearbeitet wird, ne? Also mit schwerem Gerät wird Ja. der tief umgepflügt, ja, die ganzen Bodenschichten werden vermengt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ne, und dann wird eben halt Kunstdünger eingesetzt, der führt zwar anfangs zu einem schnellen Wachstum, und mit der Zeit merkt man dann, aha, die Pflanzen sind krank. Ja, und dann kommen die ganzen Pflanzenschutzmittel zum Einsatz, Pestizide, Glyphosat, alles Mögliche. Das heißt, der Boden ist tot irgendwann, ja. Und wenn du dann so eine Bodenprobe machst oder einfach mal, fahr doch heute mal durch so eine Landschaft, wo eben halt nach der Flurbereinigung nur noch diese quadratischen Flächen sind. Du hörst keinen Vogel mehr, da ist kein Getier mehr unterwegs. Wenn du die Erde in die Hand nimmst, dann siehst du keinen Regenwurm mehr. Ne? Das ist wirklich tot. Ja. Tote Erde. Und das heißt, wenn wir natürlich ein Lebensmittel haben wollen, was alle Mineralstoffe hat, dann müssen wir zu einem Boden kommen, der alles enthält, der ein entsprechendes Ökosystem beinhaltet. Und das sind halt in dem Fall, was der Wolfgang nutzt, das sind die Schwarzerdeböden entlang der Donau. Ne, da hast du wirklich sehr, sehr große Schichten von Schwarzerde, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. Und da hast du halt ein intaktes Ökosystem. Du hast die Kleintiere, die sich aufhalten, die eben halt anorganische und organische Elemente vermischen. Du hast Asseln, die das zerkleinern. Du hast Regenwürmer. Also Regenwurm ist in der Lage, einen richtig tollen Humus zu produzieren, sehr nährstoffhaltig. Du hast verschiedene Bakterienkulturen und vor allen Dingen hast du eben halt auch einen Pilz im Boden, den Mykorrhizapilz. Ja. Der sorgt dafür, also da geht quasi eine Symbiose mit den Wurzeln der Pflanzen ein und vergrößert die Oberfläche der Wurzel, kann halt mehr Wasser auch zuführen und mehr Mineralstoffe. Ne? Und dadurch kommt es eben halt zu so einem hervorragenden Wachstum der Pflanze, die eben halt sehr hohen Nährstoffgehalt hat. Ne? Und das ist nur aufgrund dieser Böden und das ist auch, sag mal, ja, die Mission vom Wolfgang aufmerksam zu machen auf dieses ganze Dilemma. Ne, denn die ganze Bodenproblematik, wir verlieren immer mehr wertvolle Böden und ja, eigentlich müsste es zu einem Umdenken kommen in der Landwirtschaft. Da gibt es auch schon einige Ansätze, auch wie man Böden wieder regenerieren kann. Ne, natürlich in Ruhe lassen, effektive Mikroorganismen kann man einbringen, aber alleine dadurch, dass eben halt so ein Minimehl essen, ne, ein Minimehl spart im Prinzip ein Kubikmeter Schwarzerde. Na, allein als Konsumenten haben wir einen Einfluss darauf, dass diese Flächen bewahrt werden, weil Wolfgang hat sich ganz viele Flächen gesichert, um in Zukunft eben halt ausreichend Minimehl für 5 bis 10 Millionen Menschen zu produzieren. Und diese Erden werden dadurch beschützt. Also die
Leute, die das Land bewirtschaften, werden gut entlohnt, weil ansonsten kann es auch vorkommen, dass sie da abgetragen werden. Teilweise gibt es sogar Bodendiebstahl. Also ne, dieser Boden wird dadurch gesichert, dass dieses tolle Produkt da im Hintergrund ist. Und genau, ein Punkt, den du auch angesprochen hast, das mit diesen Pilzen im Boden, das wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht. Habe ich auch erst gelernt, dass wenn quasi da massiv der Boden mit großen Maschinen umgewälzt wird und so weiter, umgegraben wird, dass dann halt quasi diese ganzen Strukturen durchgeschnitten werden Ja. und quasi der Puls dann nicht mehr funktionieren kann oder immer wieder von neu loswachsen muss, sozusagen, wodurch es überhaupt nicht zu dieser Symbiose kommt im Boden. Finde ich auch sehr Ja, spannend. genau. Dieses Pilzgeflecht befindet sich circa 15 bis 25 Zentimeter unter dem Boden. Wenn ich natürlich mit so einem Flug da durchrausche, wie du sagst, ne, wird alles zerschreddert und die Pflanzen, die ich dann da einbringe, die können ja gar nicht mehr diese Nährstoffe aufbringen, die vielleicht anfangs noch im Boden drin gewesen sind und später sind es da sowieso nicht mehr drin. Ne? Wenn ich das erstmal ein paar Jahrzehnte bearbeitet habe, nicht mehr nach Fruchtfolgen anpflanze, nicht mehr brach liegen lasse, nicht mehr Beikräuter habe, ne? Also das ist schon, und dann natürlich einmal diese Anordnung rechteckig, keine Hecken mehr, dann wird es eben halt durch Regen und Wind abgetragen. Und teilweise wird es ja dann bei Unwetter, bei solchen Böden, also die so ausgelaugt sind, die werden ja richtig weggeschwemmt, ne? Unmengen an Erde geht da verloren. Ne? Da ist quasi kein Halt mehr drin, sozusagen. Keine Halt mehr, sind ja keine Durchwurzelung mehr, kein Halt mehr, kein Schutz mehr, den du früher bei den Äckern noch durch die ganzen Hecken hattest und so, dass ja gar nicht der Wind so stark einfallen konnte. Ne? Ja, sehr spannend. Also hier merkt man auch, es geht nicht nur um, wie soll ich sagen, es geht nicht nur um ein Lebensmittel, so was man, ein Riegel, den man mal nebenbei so essen kann, sondern da ist einfach viel mehr dahinter. Das hat mich auch begeistert. Ich war am Anfang auch sehr skeptisch, muss ich sagen. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat es mich überzeugt. Und wir können ja mal auch da gibt es ja auch ein paar Präsentationen, ein paar schöne Slides. Ich würde sagen, da gucken wir mal rein. Kannst du ja auch noch ein paar Dinge dazu sagen. Ich denke, da wird die Idee, die dahinter steckt, auch noch mal etwas deutlicher. Genau, also das sind wahrscheinlich die Nährstoffe, die laut DGE empfehlenswert sind pro Ja, Tag. genau. Da werden die Fettsäuren angeschaut, die einzelnen Aminosäuren, die Mineralstoffe, Vitamine. Genau. Und ne, das alles im richtigen Verhältnis ist. Und das ist so der Nutri-Scan. Wenn du mal vielleicht weitermachst, können wir uns ja mal den Apfel anschauen. Ich glaube, da gibt es auch eine Darstellung noch. Ja, noch eine Ergänzung für mich dazu. Ja. Sven ist vielleicht, wir haben ja auch einige aufgeweckte Köpfe bei den Zuschauern dabei, oder viele. Und die werden vielleicht sagen, ja, okay, was die DGE empfiehlt, kann man ja eh nicht so für voll nehmen. Ja, also die Empfehlungen sind häufig so quasi an der untersten Grenze, dass man einigermaßen funktioniert, aber irgendworan muss man sich ja orientieren. Genau. Und wir orientieren uns jetzt daran. Und wenn ihr das noch kombiniert mit eurer eh schon super Ernährung, dann könnt ihr da halt ganz neue Ausmaße erreichen und euch einfach da sehr gut aufstellen. Dient jetzt quasi auch eher als Vergleich sozusagen. So, schauen wir mal hier, den Apfel wolltest du Genau, es werden jetzt. immer 100 Kalorien zueinander untersucht, ne? Auch jetzt gleich zum Minimehl, und da sehen wir schon eben halt, was beim Apfel eben halt abgebildet wird, ne? Da ist halt Vitamin C drin und ein paar andere Sachen, aber es ist kein komplettes Nährstoffprofil, ne? Deswegen sagen wir, die mehr vom One Apple a Day Keeps the Doctor Away war wahrscheinlich noch nie was dran, obwohl natürlich, sage ich mal, wenn wir jetzt alte Obstsorten nehmen, sicherlich mehr drin ist als jetzt bei den hochgezüchteten Hybridsorten, ne? Ja. Das kommt ja auch noch hinzu. Also hier quasi das Gelbe. Also wir haben ja quasi wie so ein Nährstoffdiagramm und das Gelbe ist das, was der Apfel abdeckt sozusagen. Ja, Das Weiße genau. ist, was er nicht abdeckt. Richtig. Und das Weiße, also quasi alles zusammen, ist ein Minimal. Kann man, ist das so Ja, richtig? alles zusammen wäre ein Minimal. Genau, das kommt ja, glaube ich, Das auf einer heißt, weiteren folgenden Folie, wo was genau, dann das ist. heißt, die Fläche, also man könnte sagen, ein Apfel hat vielleicht, was weiß ich, es sind ja wenige Prozent von den Nährstoffen, die ein Minimal enthält. Genau, richtig. Natürlich ist der Vergleich ist sozusagen auch ein bisschen unfair, weil Minimal hat ja auch das Ziel, sozusagen das Beste aus verschiedenen Lebensmitteln rauszuholen, zu Richtig. integrieren und verfügbar zu machen für uns als Konsumenten. Aber ja, das finde ich trotzdem sehr, sehr eindrücklich. So, dann gucken wir noch weiter. Hier haben wir noch eine Obst-Gemüsekiste. Genau, die Obst und Gemüse haben wir zumindest schon mal eine Zusammenstellung von verschiedenen Obst und Gemüsen. Und selbst da ist es halt schwierig,
da eine komplette Nährstoffabdichtung zu kriegen. Ne? Und was anderes, weil du gerade sagtest, DGE, die Empfehlungen sind immer so nah, ne? Auch die praktischen Empfehlungen, also 3 bis 5 Portionen Obst und Gemüse, ja, kann man machen, aber was du dann nicht in den Griff kriegst, ist die Zuckerproblematik. Ne? Das heißt, wir nehmen oft zu viel Zucker zu uns. Ne? Und das ist auch in der veganen Ernährung, wird es ja auch immer wieder diskutiert. Wie kann ich das vermeiden, dass ich nicht zu viel Zucker zu mir nehme? Und auch da ist die Lösung bei Minimeal da. Also ich nehme, wenn ich mich nur von 8 Minimeals ernähren würde, mal gerade 30 Gramm Zucker zu mir. Ne? Also bin ich noch unter dem, was sein sollte. Also man sollte ja die 50 Gramm nicht überschreiten. Und die würden aber durch eine normale Ernährung in der Regel überschritten werden. Ja, wobei man aus meiner Sicht nochmal deutlich differenzieren muss zwischen Industriezucker und dem Zucker, Richtig. der jetzt in einem Apfel, vielleicht sogar in einem hochwertigen, alten, also alte Sorte Apfel drin ist, der noch von ganz vielen, also von oder von einigen Mineralien, Pflanzenstoffen und so weiter umgeben ist. Aber klar, ich verstehe, was du meinst. Und nochmal ganz wichtig zu betonen, es geht ja nicht hier Obst und Gemüse gegen Minimil, sondern es geht ja Richtig, darum, richtig. das miteinander zu vergleichen und sozusagen das beides miteinander zu kombinieren, um das Beste Ja. herauszuholen. Ja. Und genau hier haben wir wieder den Vergleich. 4,7 Kilo rohes Gemüse, eine Kiste, decken quasi das ab, was hier gelb ist in der Grafik. Und es sind noch einige weiße Lücken sozusagen. Und mit einem Minimil habe ich quasi noch trotzdem noch mal deutlich mehr, vielleicht. Ich würde sagen, es ist vielleicht noch so 30% weiß, 40% weiß. Das habe ich nochmal mehr mit einem Minimal. Richtig? In der Minimal hast du es komplett gelb. Ne? Es werden ja immer 100 Genau. Kalorien miteinander verglichen. Also ich glaube, die nächste Folie müsste das sein, wenn du weitermachst. Nee, da Dann ist jetzt weiter, genau. Da die, ich weiß nicht, die? ist sie. Ja, genau. Ja, Da hast du genau. eine hundertprozentige Nährstoffabdeckung. Ne? Also wenn du 8 Stück am Tage essen würdest, hättest du alle Nährstoffe, die du brauchst. Und bei den Mikronährstoffen ist auch mehr drin als gefordert, ne? Weil du sagtest gerade nochmal die Empfehlung der DGE. Also du hast bei den meisten Mineralien und Vitaminen sogar die doppelte Menge drin. Okay, aber noch kurz eine Frage zum Verständnis, nochmal zu dieser Folie hier. Wir sind hier die 4,7 Kilo Gemüse verglichen mit 8 Minimil oder mit einem Minimil? Ne, komplett mit 8 Minimal, also Tagesbedarf dann. Ne? Okay, Tagesbedarf, ja. Okay, ja, spannend. Ich gucke mal, ob wir noch eine andere Folie brauchen oder ich denke, das meiste haben wir jetzt, das Wichtigste haben wir gezeigt, oder? Ja, interessant war ja nochmal, wenn du zurückgehst nochmal zu der Gemüsekiste, also war auch der Preis, ne, ist natürlich auch immer interessant, also was Ah, kostet stimmt, ja. das Gemüse, wenn du das in der guten Qualität hast, bist du bei circa 25 Euro und beim Minimeal bist du dann mit der Empfehlung bist du bei 12,50 € am Tag, also sehr, sehr günstig, ne? Also gut, was Gutes muss nicht immer teuer sein. Ja. Okay, dann gehe ich aus der Präsentation wieder raus, oder? Ja. Okay, einen Moment. So. Jetzt müsstest du mich wieder normal sehen. Genau. Okay, also wir haben nochmal zusammengefasst ein Lebensmittelkombinationskonzentrat von Lebensmitteln, die auf sehr gesunden, nährstoffreichen Böden wachsen und dies uns einfach auch leicht machen im Alltag. Also ich muss sagen, ich achte extrem auf meine Ernährung. Ich gehe draußen meine Wildkräuter sammeln. Ich esse jeden Tag meine Microgreens. Ich kaufe nur in Bio-Qualität, ich probiere ältere Sorten zu bekommen und so weiter und so fort. Also ich achte wirklich auf sehr vieles, aber ich nehme das trotzdem gern mit, diese Minimi-Geschichte, weil es mir auch einiges erleichtert. Ich nehme es zum Beispiel auch gern mit, wenn ich unterwegs bin im Auto oder letztens war ich 2 Wochen auf Bali geschäftlich unterwegs. Da hatte ich das auch im Flugzeug mit dabei, am Flughafen mit dabei, weil man hat einfach. Ja, volle Nährstoffpower, braucht wenig Platz und es ist sehr einfach in der Handhabung. Und ich muss auch ganz klar sagen, im Vergleich mit allen möglichen anderen Bioriegeln, da gibt es ja auch, sagen wir mal, gute Sachen, gute Ideen mit Nüssen und Früchten und Beeren und allen möglichen Superfoods. Ich muss sagen, ich reagiere teilweise mit den Zehen da. Also ich merke, wenn mir was nicht so gut tut, merke ich es auch häufig an den Zehen, dass zum Beispiel das so ein bisschen zieht,
oder drückt oder sich einfach nicht so gut anfühlt. Und da, also ich habe eher das Gefühl, bei diesen klassischen Riegeln, die nehmen dem Körper Mineralien oder es sind einfach nicht so viele Mineralien drin. Und bei Mini-Meal, wenn ich das esse, habe ich das Gefühl überhaupt nicht. Also kann ich auch 10 Stück essen, da merke ich nicht dieses Gefühl im Mund, wie jetzt bei so einem Riegel, wo eine Hauptzutat diese Trockenfrüchte sind, zum Beispiel, mit diesem ja auch hohen Fruchtzuckergehalt. Ja, von daher finde ich das sehr, sehr spannend. Was spricht aus deiner Sicht noch dafür? Was sind aus deiner Sicht so die größten Vorteile von Minimil? Ja, es ist praktisch, du hast alles drin, du hast auch keinen Stress, dir Gedanken machen zu müssen, wie du was kombinierst. Ne? Auch für Leute, die abnehmen wollen und auch gesund abnehmen wollen. Also der Stressfaktor fällt weg. Ne? Und es ist ja auch so ein komplexes Thema inzwischen mit der Ernährung. Es gibt so viele unterschiedliche Richtungen, jeder sagt was anderes. Und ja, das ist für viele halt Stress, sich damit auseinanderzusetzen, rauszukriegen, was ist denn jetzt nur wirklich gut. Und wenn man sich einmal auf Minimil einlässt, dann spürt man es auch, ne, dass es einfach absolut gut funktioniert. Du hast auch kein Hungergefühl, ne, wenn du es jetzt zum Abnehmen einsetzt, liegt einfach an der Zuckerzusammensetzung. Also Minimil sind da 16 Bestandteile. Ein Bestandteil ist die Ribose. Ribose ist ein Zucker, was das Nervensystem versorgt, Nerven und Gehirn. Ja, du hast erst gar nicht irgendwie, dass so ein Mangelgefühl aufkommt. Ja, du bist absolut, die Bauchspeicheldrüse ist im Dornröschenschlaf, also wirst da so durchgelotst durch das Ganze. Und wenn man es dann mal über einen längeren Zeitraum macht, also ich würde jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, nachdem man es mal kennengelernt hat, auch mal so eine zweiwöchige Kur zu machen, dann wirst du merken, also dein Körper fühlt sich ganz anders an. Ne? Der hat endlich mal auch Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, nicht nur um Verdauung. Ja, wenn ich viel esse, muss ich das ja auch alles verdauen, das muss aufgespannt werden, aufbereitet. So habe ich halt mit wenig Inhalt, also mit 200 Gramm am Tag, eine komplette Nährstoffversorgung und der Körper kann sich um andere Dinge kümmern, zum Beispiel um Entgiftung, um Reparationsprozesse, Regeneration. Also es ist schon sehr viel gesundheitlicher Impact. Ich kann ja noch mal kurz sagen, wie ich es für mich anwende, und du kannst ja auch noch mal sagen, wie du es für dich anwendest. Du hast ja auch schon richtige Kuren damit gemacht, wo du quasi nur das isst. Das habe ich persönlich noch nicht gemacht. Aber wie ich es persönlich anwende, ist, also ich esse es fast jeden Tag, so als wie als gesunder Snack, gesunder Riegel oder auch so wie soll ich sagen, als Nachspeise. Auch ich habe immer das Gefühl, auch wenn ich nach einer Mahlzeit, zum Beispiel, wenn ich einen grünen Smoothie konsumiere, habe ich danach noch Bedürfnis, irgendwie was Proteinreiches zu essen. Und da sind ja auch einige Proteine bzw. Aminosäuren drin. Und wenn ich dann halt 2, 3, 4 davon esse, dann bin ich satt. Und dann hält es auf jeden Fall einige Stunden an. Und ich kann da sehr konzentriert und stabil weiterarbeiten. Also so nutze ich es zum Beispiel im Alltag. Dann auch, wenn ich, sagen wir mal, wenn ich ein bisschen Zeitdruck habe oder Stress, sagen wir mal, es kommt irgendwas dazwischen und ich schaffe es jetzt nicht vor einem Termin, ich habe eigentlich Hunger, aber schaffe es vor einem Termin jetzt mir nicht noch einen großen Salat vorzubereiten, obwohl ich das eigentlich gerne essen würde, weil einiges nicht so lief, wie es geplant war, dann war es auch schon einige Male so, okay, dann esse ich nochmal 2, 3, 4 Mini-Meal. Natürlich auch nicht im Stress, aber es dauert ja auch nicht ewig, die zu essen. Und dann weiß ich, okay, ich bin einigermaßen satt oder ich bin gut versorgt und ja, es kehrt Entspannung ein. Und dann, wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, nehme ich es gern mit. Egal, ob ich jetzt mal, wenn ich mal länger draußen bin, ich bin manchmal 4, 5 Stunden draußen unterwegs in der Natur und da nutze ich es gerne. Oder auch aus meiner Sicht persönlich, wenn es mal sowas gibt wie einen, sag ich mal, ein Blackout, Stromausfall oder die Lebensmittelversorgung knapp wird. Ich habe mir auch einen Vorrat an Mini-Meals eingerichtet, weil es ist sehr, also es ist alles drin, es ist sehr mobil, flexibel, anwendbar und inoffiziell, also ich habe gefragt beim Kundenservice, ob es quasi inoffiziell unbegrenzt haltbar ist und das haben sie mir bestätigt. Natürlich, wie gesagt, kann man nicht offiziell sagen, aber inoffiziell ist es unbegrenzt haltbar, was auch oft für diese Zwecke ein bisschen, sage ich mal, Vorräte zu haben, aus meiner Sicht eine sehr gute Idee ist.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, man darf es offiziell nicht sagen wegen Lebensmittelrecht, ne? Aber ich habe auch schon Minimis gegessen, die ein Jahr alt waren. Wenn man es wirklich als Vorratshaltung macht, dann empfiehlt sich das vielleicht auch nie in Tiefkultur zu tun, damit es nicht zu trocken wird, ne? Weil die nach einem Jahr dann schon ein bisschen fester von der Konsistenz sind. Ich habe meistens so zwei, drei in der Hosentasche, ne? Dann haben die so eine richtig schön weiche Konsistenz. Also ich esse auf jeden Fall mindestens 4 Stück am Tag. Und so zwei, dreimal im Jahr mache ich halt so eine zweiwöchige Kur, ne? Einfach, dass der Körper sich nochmal regenerieren kann, weil ja, der Darm saniert sich, die Leber regeneriert sich. Also es ist schon ein ganz tolles Lebensgefühl, ne? Und man kann es eben halt auch zum Abnehmen nutzen, weil du dann nach 2, 3 Tagen, wenn dann die Glykogenspeicher oder der Zucker verbraucht ist, dann in einer Fettverbrennung bist, ne? Und du kriegst alles, was du brauchst. Und es ist halt sehr eiweißhaltig, also über 30% Aminosäuren, sodass die Muskulatur sich nicht abbaut, ne, wenn du es zum Abnehmen nutzt. Ja, wir haben jetzt viel über die Vorteile gesprochen. Gibt es aus deiner Sicht noch einen zentralen Vorteil, der jetzt noch nicht angesprochen wurde? Nee, eigentlich haben wir, glaube ich, denke ich, alles angesprochen, ne? Ja, wie gesagt, also ich kann es nur nochmal betonen, und diese Bodenthematik, es ist nicht leicht, heutzutage noch hochwertige Lebensmittel zu bekommen. Und ich wohne hier quasi mitten im Wald, ich hole meine Wildkräuter aus unberührter Natur und ich achte wirklich auf vieles. Und ich persönlich, ich merke, dass da die Lebensmittel, die in das Minimi integriert sind, dass das wirklich eine hohe Qualität ist und dass da einfach diese ganzen, auch diese ganzen Spurenelemente und Ultraspurenelemente, um jetzt nochmal auf die DGE zu sprechen zu kommen, es gibt ja aus meiner Sicht, es gibt, was weiß ich, 80, 90 Mineralien, Spurenelemente, Ultraspurenelemente, die wir eigentlich brauchen, weil sonst wären sie nicht im natürlichen Nahrungskreislauf drin. Es macht ja gar keinen Sinn, dass wir sie nicht brauchen. Aber in dem modernen Nahrungskreislauf sind sie halt nicht mehr drin. Deswegen ist es eine zentrale Aufgabe heutzutage, sich darum zu kümmern, wie komme ich an die anderen Spurenelemente, Ultraspurenelemente, die offiziell als nicht essentiell eingestuft werden. Da habe ich auch bei Minimil nachgefragt. Ich habe ihm so eine Liste geschickt mit 80, 90 Elementen. Ja, kann man davon ausgehen, dass die auch da drin sind, weil diese Lebensmittel ja auf diesen Böden wachsen. Und das haben sie mir auch bestätigt. Sie haben jetzt keine Analysen mir gezeigt, aber sie haben gesagt, ja, klar, das ist alles drin, das ist in unseren Böden drin. Demzufolge ist auch in den Lebensmitteln drin. Also das finde ich wirklich nochmal hervorzuheben. Ganz, ganz Ja, wichtig. also ist alles drin und vor allen Dingen das, was nicht drin sein sollte, wird auch kontrolliert, ne? Also es gibt da einen Bericht eben halt, dass eine Werksbesichtigung mal gemacht hat, also dass das auf 450 Parameter geprüft wird, auf Schadstoffe, ne? Also es ist besser kontrolliert als ein normales Bio-Lebensmittel. Also das ist ja auch wichtig, dass wir dann nicht noch Schadstoffe zu uns aufnehmen. Und eins, was ich vielleicht noch vergessen habe, was auch sehr positiv ist, wir werden dafür belohnt, dass wir uns bewusst und nachhaltig ernähren. Und das ist das Sun-Reward-Programm. Das hat der Wolfgang eingeführt, um die Leute zu belohnen mit einem Punktesystem. Und zwar nicht so wie bei Starbucks, ich sammle Punkte und kriege dann irgendeinen Rabatt, sondern es ist viel weiter. Da geht es eigentlich darum, letztendlich der Inflation entgegenzuwirken und eine Preisstabilität zu bieten. Und deswegen hat der Wolfgang Raab ja ein eigenes Ökosystem für einen Coin entwickelt, einen eigenen Coin. Und die Leute können ihre Punkte in Sun Soil Coins umwandeln und sich entweder auszahlen lassen oder später auch das Lebensmittel damit bezahlen, ne? Das heißt, es wird sogar wahrscheinlich mit der Zeit immer günstiger werden. Okay. Und dann lass uns doch mal noch auf die Kritikpunkte zu sprechen kommen. Ich denke, einer ist, wenn die Leute gucken, okay, was ist da so drin? Woraus besteht überhaupt das Mini-Meal? Ich habe mir jetzt mal die Zutatenliste aufgerufen. Also da sind so einige Sachen drin, die die Leute sicherlich kennen, wo sie sagen, ja, das ist hochwertig, wie zum Beispiel Karottensaftpulver, Acerola-Pulver, Traubenkernmehl, Grünkohlpulver, Champignonpulver, dann haben wir noch zum Beispiel Topinambur-Sirup, also ein Extrakt aus dem Topinambur. Aber es sind auch so Sachen drin wie Sonnenblumenprotein, Erbsenprotein, Maltotil, ne, Maltitol-Sirup. Sirup, genau. Und dann habe ich noch den haben wir noch Reissirup zum Beispiel drin. Da denkt sich jetzt vielleicht der eine oder andere, okay, bei den Proteinen, ja, gut, kann man machen. Dient als Proteinquelle von Sonnenblumenprotein und Erbsenprotein. Aber was jetzt zum Beispiel mit Maltitol-Sirup?
Warum ist Genau, er das dafür? wird in der Industrie oft als Süßungsmittel eingesetzt, ne, aber hier ist es nur in ganz kleinen Mengen zugesetzt. Und du isst ja jede Stunde so einen kleinen Pressling. Das dient einfach dazu da, dass der Zweifachzucker, der da zur Verfügung gestellt wird, dem Körper sehr schnell ja, zur Verfügung steht. Ne? Und es ist sehr wichtig, dass wir genug Glukose zu uns nehmen, um die roten Blutkörperchen zu versorgen. Ne? Und das kann man damit ganz gut machen. Ne? Also es ist jetzt nicht so wie in einer industriellen Verarbeitung an Süßungsmittel, so nach dem magischen Dreieck der Lebensmittelindustrie, ne? Zucker, Salz, Fett, damit etwas sich besser verkauft und stark konsumiert wird, sondern es ist halt sehr funktionell. Okay. Und man muss auch ja sagen, dass die trotzdem noch, also dass sämtliche Zutaten, auch wenn sie teilweise verarbeitet sind, wie zum Beispiel Erbsenprotein oder Topinambursirup, Mohnmehl sehe ich auch gerade noch, Reissirup, dass die ja auch auf diesen Böden wachsen. Das heißt, da sind dann auch noch diese Mineralien und Spurenelemente drin, gehe ich da zumindest davon aus. Selbst in diesem Extrakt, selbst in diesem Sirup aus den Topinambur sind da noch viele weitere Stoffe drin. Ja, zum einen das und zum anderen ist es ja auch die Frage, wie werden die verarbeitet? Und die werden ja sehr schonend verarbeitet, ne? Wird ja nichts erhitzt. Auch das Sonnenblumenmehl wird ja sehr fein im Talg gemahlen, ne? Und nicht irgendwie mit Hexan rausgewaschen im Talg wie beim normalen Sonnenblumenöl, was du beim Lidl oder Aldi oder so kaufen kannst. Na, da gibt er natürlich auch nicht alles preis, damit es auch nicht nachgebaut werden kann. Aber ne, da habe ich auch ein großes Vertrauen in das Unternehmen, dass das auch so ist. So sieht das Ganze übrigens aus. Ist jetzt schon ein bisschen verformt hier. Ist wie so ein kleiner, sag ich mal, kleiner Kuchen. Und als ich das erste Mal gegessen habe, ich beiße jetzt auch nochmal rein, habe ich mal dem Freund von mir, dem Christian, von dem ich das habe, ich gesagt, naja, schmeckt schon so ein bisschen nach Schuhsohle, oder? Also ziemlich komisch geschmeckt. Er hat gesagt, ja, ganz normal. Iss mal 3, 4 Stück und dann wird es dir besser schmecken. Und das Feedback habe ich tatsächlich schon häufiger bekommen, dass sich das, also das schmeckt dann auf einmal viel besser, wenn man ein paar davon gegessen hat. Wie ist das zu erklären? Ja, das ist eine unbekannte Größe, ne? Man kann jetzt erstmal gar nicht einsortieren, wo kommt welcher Geschmack her. Man ist da so im ersten Moment so ein bisschen überfordert, weil es ja auch nichts Vergleichbares ist zum Kombinieren. Also du hast nichts Vergleichbares, ne? Du hast ja kein anderes kombiniertes Lebensmittel. Und es ist auch sehr schwierig, da erstmal so Sachen rauszuschmecken. Also viele schmecken eben halt so ein bisschen Nussigkeit, die von den Sonnenblumenkernen kommen können, so eine leichte Süße von dem Maltitose-Sirup oder von den Acerola-Pulver, ne? Und sonst muss man da erst ein Gefühl für entwickeln. Und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, merkt man auch. Und vor allen Dingen, weil man es dann körperlich spürt, wie sich das auswirkt. Das finde ich immer so toll, ne? Also, dass man leistungsfähig ist, hast du ja auch gesagt, konzentriert arbeiten kann. Wenn ich jetzt den Geschmack beschreiben müsste, würde ich sagen, auf jeden Fall auch nussig, eine angenehme Süße, also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, aus meiner Sicht genau richtig. Dann Salz ist auch drin, also auch angenehm salzig, also ein bisschen salzig. Und ja, also es wirkt auch, es ist für mich auch ein sehr befriedigendes Geschmackserlebnis. Also die meisten Riegel, die ich kenne, sind mir viel zu süß. Und hier ist es überhaupt nicht so. Also ich finde, das ist eine sehr runde Sache vom Geschmack her und auch natürlich vom Nährstoffprofil. Und man merkt auch, dass da halt viel Power da drin ist in den Zutaten. Genau. Gibt es noch weitere Kritikpunkte? Also die Verpackung hast du angesprochen. Ja, es ist quasi eine Verpackung drum. Vielleicht wird es ja irgendwann auch nochmal optimiert. Vielleicht gibt es ja da auch noch irgendwann bessere Lösungen. Ja, das sei denn, ich gehe davon aus, dann sind sie auch offen dafür, das noch zu optimieren. Da gehe ich auch von aus, ja. Aber du hast gesagt, man hat deutlich weniger Verpackungsmüll damit Genau. im Vergleich zu anderen Lebensmitteln. Ja. Gibt es noch einen weiteren Kritikpunkt, den du kennst? Nee, also es gibt keinen weiteren Kritikpunkt. Also es ist ja auch nicht, sagen wir, die Aufforderung, sich nur davon zu ernähren, ne? Also ich sage, Genau. Ernährung ist schon eine komplexe Sache, weil du hast ja gerade auch Mikrobiom angesprochen. Wir sind ja auch mit der Erde verbunden. Wir nehmen ja ganz andere Bestandteile. Wir nehmen auch Bakterien durchs Essen auf, alles, was dann noch nicht weggewaschen ist vom Gemüse oder vom Obst. Das nehmen wir ja auch auf. Und ich denke, das spielt auch eine große Rolle.
Und ja, es ist vielleicht auch noch nicht alles geklärt, ne? Es ist ja auch wichtig, lebendige Nahrung auf sich zu nehmen, allein auch schon wegen der Biophotonen, weil es sind ja ziemlich viele Faktoren, was uns nährt, ne? Es sind ja nicht nur biochemische Sachen oder physikalische Sachen, sondern es ist noch ein bisschen komplexer und deswegen ist es einfach eine gute Ergänzung, die man nehmen kann. Und man sollte aber ansonsten natürlich auch auf eine gute, gesunde Ernährung achten. Am Das besten, man sowieso. baut selber irgendwas an, finde ich immer so. Wenn es möglich ist, ja. Ansonsten biologische Qualität oder Wildsammlung oder selber wilde Kräuter zum Beispiel holen. Klar, also aus meiner Sicht einfach das Beste aus beiden Welten kombinieren. Einmal mit der normalen Ernährung und dann noch das wie als Supplement sehen oder als einfach als leckeren Snack, der ein Nährstoffbooster ist. Genau, so würde ich das auch unterschreiben. Genau. Und ich denke, was auch noch wichtig ist, dass man genügend Wasser dazu trinkt, weil das ist ja sehr konzentriert und natürlich ist da jetzt nicht so viel Feuchtigkeitsgehalt. Also trinkt auch ruhig eine ordentliche Portion Wasser dazu. Genau, und da auch auf die Qualität achten beim Wasser, ne? Dass es ein gut strukturiertes Wasser ist und ja, Ja, okay. das ist ein eigenes Thema. Und was ich auch spannend finde, vielleicht kannst du das kurz und knapp mal so ein bisschen andeuten, dass das ja an eine Kryptowährung oder mit einer Kryptowährung mit dem Suncoin verbunden ist. Also vielleicht kurz und knapp, damit die Leute nicht überfordert sind, jetzt schon mit den ganzen tollen Informationen zum Minimal, aber was hat es mit diesem Suncoin auf sich? Ja, also du wirst halt belohnt dafür, dass du das Lebensmittel konsumierst mit Points und die kannst du dann in einen Coin umwandeln und mit dem kannst du später das Lebensmittel bezahlen. Du kannst es aber auch dann an der Börse verkaufen und das führt eben halt dazu, dass da eine Preisstabilität ist, weil überall haben wir Inflation, ne, weil zu viel Geld gedruckt wird, alles wird teurer, das ist der Hauptgrund. Und hier versucht der Wolfgang ein System anzuknüpfen, dass wir da eine Preisstabilität haben und Ernährungssicherheit. Das ist so der Grundgedanke. Okay. Gut. Ich meine, wer da noch weiteres Interesse hat, dann kann es ja vielleicht in die Kommentare schreiben, weil das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema für sich, denke ich. Ich wollte jetzt Richtig. nicht, ja, nicht überfordern, auch von den Inhalten her. Gibt es da irgendwas, gibt es vielleicht irgendein Infomaterial dazu, wo man sich das anschauen kann? Gibt es irgendwie eine Präsentation oder einen Link oder irgendwie für die Leute, die sagen, hey, ja, klingt super, ich bin da eh offen für solche Themen und ich vertraue dem Finanzsystem eh nicht so und ich sehe auch das mit der Inflation so und dem Gelddrucken so und bin da offen für Alternativen. Du hast einmal die natürlich offizielle Minimilcom-Seite, du hast aber auch den eigenen YouTube-Kanal, wo die ganzen Sachen reingestellt werden, wo es auch was zu dem Coin gibt. Und wer es noch nicht ausprobiert hat, wäre ganz gut, wenn du mal so einen Link, so einen Empfehlungslink reinsetzen könntest, dass die Leute das vergünstigt beziehen können. Und da sind auch nochmal alle Infos dann. Ne? Sobald man da einmal seine Adresse abgespeichert hat, kann man sich alles in Ruhe anschauen und dann vielleicht einfach mal eine Packung bestellen und das ausprobieren. Ne? Also ich würde einfach, probiert es einfach mal aus, was Genau, es für. probiert mal eine Packung. In einer Packung sind, glaube ich, 40 Stück drin. Und ich denke, danach kann man ein Fazit ziehen. Also danach kann man sagen, okay, schmeckt mir nicht, tut mir gut, tut mir nicht gut. Aber ich denke, die Chance ist relativ hoch, dass es euch schmeckt und dass es euch gut tut. Und das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Wenn ich jetzt hier quasi meinen Link drunter packe, dann kriegen die Leute ein bisschen Rabatt. Ist das Genau, die kriegen 20% Rabatt, okay? ne, weil das natürlich auch durch die Empfehlung, also durch begeisterte Leute verbreitet werden soll. Aber es ist kein Empfehlungsmarketing, kein klassisches Empfehlungsmarketing. Ne. Es gibt da keine Gelder, es gibt keine Rankings, also nichts. Das ist einfach nur, dass es organisch wachsen kann. Okay. Und du hast noch einen Satz vorhin gesagt oder einen Nebensatz. Quasi, wenn ich also diese Minimeals kaufe, wenn ich da investiere sozusagen, dann bekomme ich Points. Aus diesen Points werden quasi Coins. Mit diesen Coins, kann ich später quasi was anderes damit zahlen oder gegen Geld eintauschen. Das heißt, ich kaufe mir hochwertiges Essen und investiere damit gleichzeitig in so einen Coin, richtig? Ja, das ist richtig. Genau, ne? Und das wird auch immer wichtiger, finde ich, dass man da auch Alternativen zum normalen Fiat-Geldsystem hat. Und die Digitalisierung schreitet voran. Wir werden auch digitale Währung in Zukunft
bekommen. Das ist unabdingbar. Das ist eigentlich beschlossene Sache. Und die sind aber alle zentral gesteuert. Das heißt, die können im Teil auch an Apps geknüpft werden mit BIM-Systemen, so wie das in China schon der Fall ist. Und wenn du dann kein braver Bürger bist, dann hast du auf einmal keinen Zugang mehr zu deinem Geld. Und wir haben hier den Coin, der liegt auf einer dezentralen Börse. Da gibt es keinen Chef, da gibt es keinen, der das steuert. Da gibt es keinen mehr, der von außen eingreifen kann. Das ist so ein eigener, geschlossener Kosmos für sich. Und das bietet eben halt auch nochmal Sicherheit. Und da ist einfach eine Möglichkeit, in die Kryptowelt reinzugehen, ohne dass man da ein Risiko hat, ohne dass man jetzt wirklich in erster Linie investiert, sondern du wirst ja belohnt dafür, dass du nachhaltiges Lebensmittel konsumierst. Okay. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank Ja, gerne. für deinen Einsatz und danke für die ganze Information. Ich denke, unsere Begeisterung ist rübergekommen, auch die Information, warum das wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, warum das, wir sagen jetzt nicht, dass es alle Probleme löst, aber es ist einfach ein gutes, wie soll ich sagen, ein Geschenk, ein Werkzeug, das einfach dabei helfen kann, verschiedene Herausforderungen, die wir aktuell zu bewältigen haben und auch dann noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte, das einfach dabei helfen kann, sozusagen. Ja, ich würde auch sagen, wir sollten einfach die Kraft, die wir haben als Konsumenten, nutzen, um richtige Dinge voranzutreiben und schlechte meiden. Und ja, das ist das, was wir auf jeden Fall leisten können, ne? Um Okay. Einfluss zu nehmen. In diesem Sinne, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal ein großes Update. Ja. Bin gespannt, wo die Reise hingeht, aber ich bin auf jeden Super. Fall ein großer Fan und ja, finde das eine gute Sache. Dann Ja. bis dann. Tschüss. Tschüss.